Und damit herzlich willkommen zu The Division. Und wir wollen heute ein wenig Solo-Play in der Dark Zone machen. Guten Tag, hast du vielleicht was für mich? Oh, Scheiß, das ist das Beste. Das ist nicht das Beste. Das gibt's Besseres, danke. So, wir wollen auf jeden Fall Bosse machen, wenn es sich anbietet. Nur im Nahbereich möglich. Wenn es sich anbietet, werden wir auch Spieler töten versuchen. Vielleicht werde ich auch drauf gehen. Vorsicht, Sie betreten die Dark Zone. Da haben wir ihn. Den Boss, den ersten. Ich muss jetzt nicht unbedingt alle abballern, die ich finde. Ich hoffe auch, dass mich da nicht jeder abballert. Aber so ein bisschen aufpassen muss man hier schon, habe ich so den Eindruck. Wenn man schon wenig Leben hat und dann steht jemand neben einem, dann wird das eher zu einer Katastrophe. Aber das ist ja nicht so wild, denn man verliert eigentlich nichts weiter. Das ist die Tankstelle, da wollen wir dahin. Man verliert eigentlich nichts weiter außer XP, Credits. Also Dark Zone Credits, und man verliert halt oben den Rang ein wenig. Aber das ist ja ein Pillepalle, sag ich mal, ne? Der hat eh nix dabei. Da muss man aufpassen, wenn die nix haben. Also wenn euch jemand begegnet, der nichts hat, dann ist da was faul. Warnung. Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet. Ich habe ja meistens so Alibi-Sachen mit, damit nicht gleich jeder denkt, ich wäre ein Rogue. Ach, der Holster sieht gar nicht so schlecht aus. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. So, ja. Mit dem Aiming habe ich mich auch schon verbessert. Also von daher. Der da. Gar nicht mehr so schlecht. 55.000. Also passt schon. Bin auch jetzt nicht mehr der Noob, der ich mal war in dem Spiel. Denn ich habe schon ein bisschen Ahnung jetzt. Also, na, nicht ganz so viel wie die meisten hier, aber ich habe zumindest ein bisschen Ahnung. So. Da ist ein Boss. Nicht der, sondern links. Ich muss aufpassen wegen den Scharfschützen. Ich habe übrigens die Zeit vergessen zu stellen. Das ist wie immer. Halt. Da. So. Denke ich mal, dass es passen wird. Ich habe gerade die Kamera-App gestartet auf meinem Handy. Auch gut. Boss, den haben wir schon mal angeschossen. Sehr gut. Gehen wir mal nach links. Ja, ich hoffe, dass mich mal ein paar Player angreifen, die ich dann auch würdig bin, dass ich sie besiegen könnte. Denn es gibt ja auch wirklich Player, die haben noch nicht so die Ausstattung. Und dann kann es natürlich sein, dass sie keine Chance haben gegen mich. Ich habe da gestern schon zwei getötet, die woke geworden sind. Absolut nicht. So, mal in Deckung gehen. Die Kiste ist nicht. Okay. Du Bastard!
Immer schön nah bei den Snipers, dann nehmen die mit der Pistole und dann machen die so viel Damage. So, Phoenix Credits, sehr gut. Was haben wir denn hier? Ach, die nehmen wir mit. Das lassen wir liegen. So, da wird abgeholt. Zieht ab. Das heißt, wir werden es nicht mehr schaffen. Egal. Dann gehen wir hier oben. Da waren sie schon. Da gehen wir dahin. Da wird auf jeden Fall noch was sein. Da ist was lila. Wenn sie schon dabei sind, kann ich ja mitmachen. Wird ein bisschen schwieriger, aber hier ist auch noch was drin. Gehen wir es mal rein. Da hier sehr eng ist, werde ich hier mit der Knarre reingehen. Das ist meine AUG. Ich habe mir PvP-Equip an. Das heißt, dass ich hier rein theoretisch mit voller Stärke meiner Ausrüstung kämpfe. Mit viel Schusswaffen, mit viel Ausdauer. Hier oben ist ein Division, das sieht man in der Höhenangabe. Das ist da oben drüber. Das holen wir uns auf jeden Fall. Hier vorne müsste auch noch eins sein. Das müssen wir mal gucken. Erstmal gucken wir. Da, okay, ich habe keinen Dark Zone Schlüssel. Die Kiste wäre schon mal da. Vielleicht kriege ich ja beim Boss eine Kiste. Einen Schlüssel. Oder wie auch immer. So, hier wäre eine Dark Zone. Ja, genau. Division. Da hinten ist ein Division. Da hinten rechts. Der Boss ist gerade nicht da. Das schaut zumindest so aus. Oben, genau da. So, das ist kein goldenes, aber immerhin. Und oben ist noch eins. Ich bin ziemlich sicher, dass. Ja, der Schotti muss weg. Nein, nein, nein! Da waren zwei Schotties. Na gut. Schade, schade, schade. Aber nichts zu machen gerade. Da hatte ich zu spät meine Heilung gezündet. Aber, wie gesagt, passiert ja nicht viel. Muss man jetzt hin. Ist zwar schade, aber naja. Da war eine Shotgun zu viel da. Hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Zeigt, dass ihn das Leben rettet. Ja. Danke. Da muss ich mich jetzt beeilen. Da wird auf jeden Fall gleich was los sein. Wir müssen dahin. So, ist ja gleich um die Ecke. Mal hier durch. Rein. Da ist auch gerade nichts zu tun. So schnell kann es gehen, da ist man mal tot, ne? Wenn man alleine kämpft, ist das immer schwierig. So, jetzt sind wir wieder voll. Meine Sachen. So. Ja, aber er hat jemand gelootet. Hier ist doch jemand. Die sind echt schwer. Ja,
komm. Der Kampf geht zu Ende. Wenn man da mehrere Male durchläuft, dann kriegt man auch mehr Heilung. Also wenn man... So, irgendwo muss der Boss sein. Okay, da ist nur eine Kiste mit blauen Gegenständen. Wo ist der Boss? Irgendwo muss hier noch der Boss sein. Merkwürdig. Kein Boss mehr da. Hat man den schon gefarmt? Ist aber doof. Gut, dann gehen wir halt. Da waren sie auch schon. Ach. Das ist doch alles doof. Geh mal da hin. Kein Dark Souls Schlüssel immer noch nicht. So, wir gehen hier links rum. Ja, wir gehen einmal durch den Keller. Hier waren sie auch schon. Das ist ja Hölle, Hölle, Hölle. Die goldene AK, die ich jetzt habe, die habe ich auch von dem Spieler erbeutet. Das war lustig. Den habe ich voll weggesägt. Und der hat seine goldene AK verloren. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Das ist halt PvP. Da muss man halt mit rechnen, dass man abgeknallt wird und sein Loot verliert. Und wenn man halt goldenen Loot hat, dann ist es ärgerlich. Aber dann hat man halt Pech gehabt, finde ich. So. Gehen wir mal da lang. Da müsste noch ein Boss sein. Da müsste wieder respawned sein. Der Bonnie oder sein Kollege Clyde. So, hier kann auch mal Division Tech sein. Ist aber diesmal nichts. Und Boss wieder da oder nicht? Nö. Da war jetzt jemand dran. Kiste kann ich eh nicht öffnen, selbst wenn sie da wäre. Ja, das ist wieder zu viel los hier unten. Ist immer so eine kleine Runde, was man machen kann. Zwischen der Bücherei, dem
der Bibliothek, meine ich, und zwischen der Tankstelle, wieder runter zur Baustelle, wieder hier runter und dann zur U-Bahn-Station, dann wieder zurück und hat man eigentlich eine gute Runde mit vielen Bossen und kann gut Dark Zone Währung kassieren und auch die Phoenix Credits so 2 bis 3 pro Boss kriegt man meistens im Durchschnitt. Und also 2 im Durchschnitt und 3, wenn es gut läuft. Okay, das war daneben. Gehen wir mal in die U-Bahn-Station. Gucken wir mal, ob da was ist. Eigentlich möchte ich gerne die Fähigkeit nochmal ändern. Und zwar die. Damit ich Gegner besser treffen und zielen kann. Ja. Da weiß ich nämlich, ob da unten auch was ist. Weil das sieht nämlich eher nach 0 aus. Ja, war mir schon fast klar. Ah, ist doch noch was. Dafür, dass ich blind schieße. Habt ihr gut was weggesäbelt. Da scheint doch was zu sein. Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Aber nicht hier. Okay, hier waren sie schon. Die Säcke. Spawnt wieder. Schütz, geht weg. Hinter mir. Da hat es mich aber gerade erschrocken. Den knall ich oben ab, Okay, oben kommt ein Helikopter, dann gehe ich schon mal hoch. Mal schauen, ob ich den wegballern kann. Wäre cool. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Einfach nur, weil es kann. Oder nicht kann. Helikopter im Anflug! Ladungsabholung läuft. Sie haben sich von der Division losgesagt und sind jetzt als Abtrünniger gekennzeichnet. Nein! Player hat mich gekillt. Schade! Den habe ich nicht gesehen. Lina, die ich nicht gesehen. Schade, 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 schade. Gut. Der freut sich jetzt ein paar Mal abzugeben. Müsste ich eigentlich auch mal machen, diese Overhealing mit den Medikits, dass man da ein bisschen mehr heilt. Das soll wohl helfen. Aber naja, gut. War ein Versuch wert, ne? War lustig. Ich habe mir erschossen. Aber naja, hat nichts gebracht, weil entweder hat es den Loot schon abgegeben oder ich ich habe den einen nicht gesehen. Hätte klappen können.
Musste aber nicht. So, der holt auf jeden Fall nochmal. Sie kommen sicher wieder. Ja, ich komme wieder. So, ich werde mir ganz kurz mal die Fähigkeit reinmachen, das Talent. Und zwar für... Für das. Und zwar erste Hilfeset in der Nähe von Verbündeten und Mitgliedern. Nee, das meine ich nicht. Erste Hilfeset geringe Lebenspunkte einsetzen, um den Schadenswiderstand 10 Sekunden lang um 40% zu steigern. Das wäre auch nicht schlecht. Ein ausgeschalteter Agent wiederbeleben ist Quatsch. Einen Gegner ein Sperrfeuer zu nehmen ist auch Quatsch. Erste Hilfeset beim verminderten Lebenspunkt benutzen, um sie über 100% zu steigern. Genau. Ich bin mit den Fertigkeiten heilen. Okay, das werde ich mir nehmen. Und, nee, ich werde das hier nehmen, weil ich, tue mich dann einfach mal, besser widerstandsfähig machen und so. Das soll helfen, um halt ein bisschen mehr auszuhalten, wenn man doch schon relativ niedrig ist. Also den ersten Drittel, also vorne den ersten Kasten von den dreien, die Heilung. Also wenn man wirklich nur unten den ersten Kasten hat, dann soll das wohl helfen. So. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Beginnt Paketabholung. Ja, ich habe ihn jetzt nicht abgeballert, weil er zwei waren. Wenn er jetzt nur einer gewesen wäre, den hätte ich weggeballert. 15 Sekunden. Bringt halt nichts, wenn da zwei sind. Gut, damit müssen wir mal die Folge noch beenden. Und das mache ich, indem ich jetzt nochmal in die Bibliothek laufe. Oder ein Laden. Das Paket ist sicher. Abholung abgeschlossen. So. Ich pack das. Ich ziele auch gerade nicht. Gut. Da kann man auch nicht treffen. Voll an die Keule. Dachs und Schlüssel. Sehr gut. Ja. Ich werde trotzdem nochmal schnell dahin gehen. Und zwar gibt es jetzt hier wieder die Baustelle. Da gehen wir nochmal schnell hin. Ne, die müsste. Ja, die ist noch nicht respawned. Ne? Gehen wir doch. Doch, da zur Baustelle. Ich guck mal, was da bei der Baustelle ist. Ach ja. Ich schaff das. Hey, Leo zeigt sich. Ich hol ihn. Wie lange könnt. Na komm hoch. Geh mal hingucken. Also die NPCs hier unten können wir ja nicht viel haben. Das, was mich vorhin, wie gesagt, umgebracht hat, das war ja ein Player, der mich umgeniedet hat mit seiner Vector. Da
stand halt viel zu nah an mir dran. Hätte ich den gesehen, dann hätte ich jetzt auch kein Problem gehabt. Na komm hoch. Ist halt schade. Sowas passiert halt sehr oft, wenn man... Ich muss in die Richtung. Jetzt hat er was fallen lassen. Nicht viel, aber immerhin. Ja, wenigstens einen habe ich umgebracht. Also eigentlich zwei, aber jetzt vielleicht einen, wo ich auch überlebe. Na, wer steht denn da? Hallo? Man steht nicht in der Wildnis rum. So was Dummes. Steht doch nicht AFK in der Dark Zone rum. Muss bestimmt essen gehen, der Arme. So, ich gehe mal hier runter. Werde aber nicht kämpfen, sondern hinten wieder rausgehen. Also nicht, wenn ich sein muss. So, mir geht ein bisschen die Pumpe, muss ich sagen. Ein bisschen geht mir die Pumpe. Nur ein bisschen. Ich muss hier vorne rein. Das war falsch. Warnung! Betreten eines kontaminierten Gebiets. Da rein. Denn ich muss da hinten wieder raus. Verliere ich jetzt ein paar Sekunden mehr und kann jetzt hier hinten wieder raus und dann direkt links. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ja, such mich. Und weg hier. Das wird sehr eng. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Hier rein. Weg hier. Sekunden. Warnung, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Zwölf, zehn, neun, acht, sieben, sechs, vier, drei, zwei, eins, safe.
Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ha, das war knapp. Ja, ich halte schon ein bisschen mehr aus als früher. Da wäre schon lange down normalerweise. Puh, 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 puh. Dark Zone Schlüssel gefunden bei einem. Gut. Ach, da geht mir die Pumpe. Wir haben es geschafft. Wir sind am Leben. Und wenn er mich jetzt angreift, dann ist er Vogue. Und ich verliere weniger als gerade eben. Ja, so ist das. Also wenn man Vogue ist und dann stirbt, verliert man sehr, sehr viel. Vor allem, wenn man Menschenjagd hat, kann es sein, dass man 10.000 EP verliert. Und wenn man aber nicht Vogue ist, dann verliert man 1.500. Das ist ja, Pillepalle. Ich bin ja eh 59. Alles, was über 50 ist, ist mir wurscht. Und ja, hab trotzdem, auch wenn ich jetzt hier einmal draufgegangen bin, immer noch fast 60 Level, also Rang 60. Das ist sehr gut. Gut, dann gehe ich kurz in die Safe Zone und werde mich dementsprechend aufmunitionieren und einen Cut machen. Ach ja, geil. Gibt's hier was? Nee. Da ist wieder ein Boss. Wir können ja da nochmal hingehen. Wenn ich jetzt schon überziehe, kann ich ja gleich noch länger überziehen. Ist ja kein Problem. Und mal schauen. Was schön ist, dass sie mich nicht bekommen haben. Und das wieder runter in die U-Bahn zu gehen, das war eigentlich perfekt. Das war gut. Ich könnte jetzt einen Drink vertragen. Du könntest einen Twink vertragen? Das ist aber nett. Mir geht die Pumpe, mir geht die Pumpe. Mein Herz Kasper ist nichts dagegen. Ja, die warten halt drauf, dass irgendjemand Vogue geht, damit sie dann denjenigen abballern können. Und man muss es nicht so weit kommen lassen, aber irgendwann muss man auch mal was wagen, um ein paar Punkte zu kriegen. Und das mache ich. Ich wag auch mal was. Ja, es wäre total Quatsch, wenn man es nicht tut. Ist ja nur ein Spiel. Dementsprechend. Ach, hier sind sie schon gleich durch. Wo ist der Boss? Der Boss ist schon tot. Und jetzt ist es auch grau. Siehst du? Nehmen wir mal mit. Ja, ihr habt mich gerade gejagt. So, Baustelle ist wieder da. Da gehen wir auf jeden Fall nochmal rein. Diesmal ein bisschen vorsichtiger mit Scannen. Eine Bedrohung gefunden. Okay. Das ist draußen. Was will ich denn mit draußen? Hier ist wohl sonst doch nicht. Immer noch nichts. Ist ja echt mau. Das ist ja echt mau. Also ganz ehrlich, Leute, so geht das nicht. Das steht nicht im Vertrag, dass ihr hier weg seid und die Baustelle liegen bleibt und nichts gemacht wird. Das geht so nicht. Also, müsst ihr euch ein bisschen ranhalten. So, gibt es denn hier eine Abholung? Da oben, das interessiert mich nicht. Da ist wieder ein Boss. Sehr gut. Spawn gerade. Die Bosse. Gut, dann müssen wir den Fernkampf spezialisieren, weil der Boss ist heftig. Ach nee, der wird schon wieder abgeknallt. Ist doch doof. Hier unten kannst du nicht kämpfen. Das ist unmöglich. Die sind in der Dreiergruppe. Das kann man auch gut vergessen.
man auch nicht angreifen. Die greifen höchstens mich an. Ja, es ist doch doof. Geh mal halt da rein. Da ist auch ein Boss. Die sind halt stark, wenn du so dritt hier langläufst, das ist, da gehen die Bosse down wie nix. Ne? Wenn man alleine ist, ist immer schwierig. Nur um die Uhrzeit, wo ich jetzt gerade aufnehme, ist noch keiner meiner Kumpels online. Da kann man noch nichts machen. Deswegen dachte ich, ich gehe mal wieder alleine in die Dark Zone. Und wag einfach mal ein paar Dinge. So, wir gehen da jetzt auf jeden Fall schnell rein, bevor da alles tot ist. Ja, wieder alles leer. Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Echt. Da kriegt man doch Akku. Nur ist man zu spät. Ach, da gehen wir halt noch so nach Westen. Da ist auch noch ein Boss. Es ist echt unfassbar, ne? Dass hier alles ganz schnell weggelootet ist. Keine Chance. Gut, der im Keller, den habe ich gerade nicht gemacht, weil ich ja woke war. Bin ich einfach vorbeigelaufen. Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet. Den haben sie auch hin. Hier schon gemacht, so wie es aussieht. Keiner hier mehr zu sehen. Ach, das ist doch nervig. Puh. Guck mal hinten, ob die Kiste da ist. Wird bestimmt weg sein, so wie ich sie kenne. Ja, weg. Kann man doch echt mal knicken. Gut. Dann beende ich die Folge. Wenn es hier nichts zu tun gibt momentan, die zur Bombe, Zombies sind schon jetzt das kontaminierte Gebiet. Die Typen alle schon gelootet wurden. Du auch. Und du auch. Komm. Gut. War's das jetzt? Gibt's noch was zu tun? Wir können mal den Boss in der Mitte gucken. Vielleicht ist da ja noch einer. Hier unten ist ja auch noch ein Boss. Gehen wir mal hier runter. Vielleicht liegt da hier unten einer. Ich hätte ja gern noch einen Boss. Wenigstens einen Boss hätte ich gern noch getötet. Bergung trifft ein. Okay. Das sind bestimmt die Dreiergruppe. Da ist der Boss da auch schon weg. Die Gruppe da. Ein Player da oben, das war's. Den hole ich mir, oder? Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Eine Maschine ist im Anflug. Der ist zu stark. Sie lösen ihre Zugehörigkeit zur Division. Dadurch werden sie als Abtrünniger markiert. Beginnen Objektabholung. Der ist ein bisschen zu stark und er will mich haben. Warnung. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet.
ist er. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Das sind auf jeden Fall mehrere hier. Das kommt nicht gut. Gut, versucht haben wir es. Aber das hat man schon gemerkt, der hat keinen Schaden genommen. Der hat zu gute Rüstung, ich zu schlechte Rüstung. Und dann hätte ich mich nur zerrissen. Ach, halt die Klappe. Und deswegen bin ich ja lieber geflüchtet. Besser ist. Muss man nicht unbedingt sterben. Wenn man merkt, da läuft es nicht, dann geht es nicht. Also. So, gehen wir doch mal schnell hier rein. Da sind wir auch noch Gegner. Und ein Boss. Hier sind nämlich auch Kisten. Und da weiß ich zufällig auch, wo sie sind. Und dementsprechend... Sorry. Jetzt hätte ich doch tatsächlich hier die Kisten abgefarmt, so wie es aussieht. Ach Mann. Nee, ich glaube, die hat er nicht abgefarmt, weil die nicht hier unten war. Kam hier hinten lang, okay. Hier kommt er links. Ah, hier vorne ist der Boss, okay. Langsam frage ich mich, ob hier alles noch mit rechten Dingen zugeht. Die Kiste ist ja auch schon weg. Der Boss ist auch weg. Ach, der lackt mich doch. Ey. Was ist das denn hier? Es ist. Die unten ist bestimmt auch schon weg. Ja. Und der andere Boss wird auch schon weg sein, so wie ich sie kenne. Heute ist kein guter Tag. Ein guter Tag. Alles tot. Na, hier unten sind noch Gegner. Gut. Alles klar.
Du kannst mich nicht heilen. Ach ja, irgendwo muss hier noch eine Kiste sein. Ich glaube hier hinten. Die ist bestimmt auch schon gelootet. Der Boss ist ja auch schon wieder weg. Na, ja, die ist noch da. Gut. Das geben wir auf jeden Fall ab. Oben ist auf jeden Fall ein Rogue. Machst du den Moonwalk hier oder was? Okay. Ach ja. Manchmal freut man sich, wenn man wieder rauskommt aus der Dark Zone. So, ich werde mal hier in die Mitte gehen und dann werde ich mal mehr Loot abgeben. Und hoffen, dass ich nicht abgeballert werde von irgendwelchen Spielern. Oder von NPCs. Weil das wäre schlecht. Auch da. Scheint zumindest safe zu sein. Waren gerade Spieler oder so. Ja, ich habe jetzt nicht viel zum Bergen. Ist aber immerhin etwas. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. So. Wenigstens etwas. Schutz. Und gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Ja, da hinten irgendwo. Ja, da unten. Gut. Ja, Bosse sind jetzt rar in dem Moment. Das heißt, ich habe jetzt keinen wirklichen Boss gefunden, außer ein oder zwei. Das ist natürlich doof. Da kommen sie. Wieder umdrehen. Ich würde gerne immer zuerst weg. Ja, die sind hier oben schon härter als da unten. Halt 31er, ne? Abholung der Lieferung ist in Gang. So, da ich abgeben möchte und nicht getötet werden möchte. Ja, dachte ich mir. Will ich mal gehen. Ja, ich werde gehen. Tschüssi. Muss ich mir nicht antun. Ladung ausgeflogen.
Die machen nämlich nur Schaden, wenn sie in der Nähe sind. Hat man vor uns gesehen, die Vector, die hat er mir, mit einem Vector hat er mich angegriffen, als wir wieder runter in die U-Bahn-Station gingen. Und die Vector ist... Ja. Jetzt überhaupt raus. Nee, da ging es nicht raus. Da war ich eine Straße zu weit. Da müssen wir hin und da kann ich mal schnell gucken wegen dem Boss. Ach komm, halt die Klappe. Genau. Also ich werde es hier als ganzen Teil rausbringen, so wie jetzt ist. Macht ja aber jetzt keinen Unterschied, ob ich den voll hochlade oder nur Teile hochlade. Da könnte ich ja mal durchgehen und gucken, ob der Boss da ist. Denn da ist der Ausgang. Ja, da ist er. Der Boss müsste da sein. Nix in einer heute. Ja, lila fallen lässt, dann ist gut. Ich könnte jetzt abschießen, aber wo ist jetzt der Loot von dem Boss? Da. Haben wir schon. Okay. Das ist eine Vector 45. Ja. Ja, wir rennen hier durch wie Kaugummi, ey. Und ehe ich jetzt wieder einen Krieg anfange und irgendwelche Rogues jage, die Folge muss trotzdem beendet werden. So, jetzt bin ich aber endgültig mal raus hier und werde noch ein bisschen Missionen gehen, um meine Phoenix-Credits zu bekommen. Vielleicht mache ich die ein oder andere Aufnahme noch von diesen Instanzen. Da gibt es ja noch ein paar mehr als diese Lincoln-Tunnel. Und damit danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.